Hey Lieben, hier ist Wiener Pups mit Sonnenschein. Sunshine, Sunshine ready. Ah, so haben wir. Die Sonne ist bereit. Es geht heute um dieses tolle Produkt. Ich möchte euch jetzt keinen Testbericht und keinen Kauftipp vorstellen, sondern einfach nur, was ich eingekauft habe. So ein Mini-Haul sozusagen. Ja, also ich war gestern in DM, habe zwei Teile gekauft. Einmal von Alverde, das Lippenbalsam in Candual. Was? Calendula? So sieht es aus. Und riechen tut es ganz okay. Auftrag auch toll. Ja, alles bestens. Für Leute, die nicht wissen, was... ich kann den Namen nicht aussprechen. Calendula ist... Calendula sind Ringelblumen. Das kann ich besser aussprechen. Ringelblumen. Deshalb ist das auch schön gelb und so weiter. Ich weiß nicht, wie Ringelblumen schmecken, aber es schmeckt gut. Also zumindest das Lippenbalsam, nicht die Ringelblumen. Kann sein, dass Ringelblumen dann auch lecker schmecken. Okay, wir lassen jetzt mal zu meinem zweiten Kauf. Balea Aqua Feuchtigkeitspflege mit Aquacerin. Keine Ahnung. Für feuchtigkeitsarme Haut. Ich benutze das jeden Winter. Ich habe es heute auch drauf gemacht. Die Haut strahlt dann. Also darüber natürlich Foundation und blablabla. Aber halt alles drunter. Weil hier steht auch. Ideal. Da. Ideal als Make-up-Grundierung. Ja. Diese Creme benutze ich nur im Winter. Wie gesagt, weil Winter erstens trockene Heizungsluft, das macht die Haare kaputt und die Haut wird trocken. Und dann geht man raus und da ist auch nochmal trockene, eisige Kälte und boah, nee, geht gar nicht. Ne? Dann wünsche ich immer hier die Creme und perfekt. Ich möchte euch mal ein kurzes Update liefern. So sieht das Gläschen aus. Das ist wirklich ein blaues Glas, was so samtig ist. Also es ist kein glattes Glas, es ist halt so samtig. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Es hat so eine bisschen Kegelform, ich weiß nicht, Kegelform? Ja. Und es ist bis oben hin gefüllt. Also ihr seht, ich habe heute Morgen und gestern Abend schon mal reingepatscht. Es ist bis oben hin gefüllt. Und da ist eigentlich noch... Warte, ich vervollständige es gerade mal. Huch. Wenn man das neu kauft, dann ist erst so ein Balea-Siegel hier oben drauf. Abmachen und dann Creme. Dann nämlich schön Gefäß. Das reicht bei mir für den ganzen Winter und sogar noch für den Sommer. Und deshalb benutze ich es... Ich beginne das so Herbst, Winter, beginne ich mit dem und benutze es dann so lange, bis es leer ist. Und im Sommer kaufe ich mir dann aber schon meine Sommerpflege, die zeige ich euch auch gerade. Ich bin Cornflakes am Essen, guck mal. Sehen die nicht lecker aus? Das sind die hier. Ich mache mal kurz Werbung. Lecker. Ich habe eine Mini-Packung, weil die große mir immer zu groß ist. Also, okay, erst die Seite. Das sind schöne Zettel dabei. Das ist dieser... Der Zettel riecht voll nach der Creme. Oh. Okay. Das ist halt die Serie, die ich im Winter benutze. Davon werde ich mir auch, wenn ich nächste Woche Dienstag zum Promarkt fahre, neben Promarkt liegt auch DM, werde ich mir auch noch die Augencreme davon holen. Die hat so einen Rollball drunter und die Augenringe. Augenringe habe ich im Winter sogar noch mehr als im Sommer. Weil sie im Winter dann mehr austrocknen. Ihr seht, heute habe ich irgendwie weniger Augenringe. Das liegt an der Creme. Wirklich. Nach ein, zwei Mal benutzt, merkte ich schon, dass es alles viel besser geworden. Oh, ich patsch mir ins Ammo rein. Und dann gibt es davon noch Feuchtigkeitsschaum von der Serie. Jetzt zeige ich das mal. Also das ist die Creme, die ich habe. Dann gibt es noch diesen Feuchtigkeitsschaum. Und halt noch die Augencreme. Augenfluorid. Und da ist, das ist halt so eine Tube, aber da kann man so drüber rollen. In dem Feuchtigkeitskomplex-Dings da, also die Serie heißt Aqua. Ich zeige euch gleich noch die anderen Serien. In der Aqua-Serie ist enthalten, oder was man damit erreicht, spendet intensive Feuchtigkeit, erhöht die hauteigene Wasserdepots, verbessert die Hautstruktur, pflegt den Teint geschmeidig, lindert Hautreizung. Im Winter kann es ja sein, dass ihr öfters mal wegen trockener Haut Pickel bekommt oder Rötung oder vergrößerte Poren und das verringert das alles. Also im Winter braucht man eine spezielle Pflege. Dann gibt es davon noch drei normale Pflegeserien. Einmal für normale und Mischhaut. Normal halt. Dann für trockene und sensible Haut. Gibt natürlich auch. Also das sind Serien, die man das ganze Jahr über benutzen kann.
Und dann natürlich noch für jeden Hauttyp. Also die jeder benutzen kann. Ob er trockene, sensible oder Pickel oder was weiß ich Haut hat. Dann gibt es da noch von drei spezielle Serien. Wovon die eine Serie heißt Aqua. Das ist diese hier. Für feuchtigkeitsarme Haut. Dann gibt es noch Urea. Das ist für sehr trockene Haut. Also wirklich trocken, sandtrockige Haut. Und dann gibt es da noch Q10. Ich glaube, das spricht für sich selber. Q10, das weiß bis jetzt, wüsste man jetzt. Für anspruchsvolle Haut, für alte Haut mit Falten, dann das Q10, das strafft das dann so. Okay, ich denke für in unseren Altersbereich wird das nicht erforderlich sein, aber man kann es ja mal wissen. Ich zeige euch jetzt gerade mal die Serien, wie sie aussehen. Also einmal für Normal- und Mischhaut, die sind blau gekennzeichnet. In rosa gekennzeichnet ist für trockene und sensible Haut. Und in orange gekennzeichnet ist für alle Hauttypen. Für jeden Hauttyp. Dann halt die drei Serien. Urea für sehr trockene Haut ist in rot gehalten. Aqua ist in blau mit Wassertröpfchen. Und Q10 ist in orange. Aqua hat Wassertröpfchen, also ist es so türkisblau, weil das für normale Mischhaut ist ja auch blau und dann könnte man das ja verwechseln. Also mit Wassertröpfchen. Meine Winterpflege möchte ich euch nur mal vorstellen. Also, ich kann sie empfehlen, weil ich habe sie ja schon letztes Jahr gehabt. Aber es ist jetzt kein Kauftipp. Also nicht, dass ihr losrennt, Jessie hat gesagt, die ist toll, jetzt muss ich die haben. Kein Kauftipp. Die kostet 2,50 Euro, also mit 50 Milliliter bis oben hin voll, das Gläschen und so weiter. Alles schön gut, aber ihr müsst jetzt nicht losrennen und die kaufen, nur weil ich die toll finde. Zum Beispiel für Leute, die fettige Haut haben, ist es absolut nichts. Und, wenn man die Haut pflegen möchte, trägt man ja ein wenig dicker auf. Also tut ein paar Mal nachtragen, ein bisschen dicker auftragen. Dann trocknet die, also zieht die Creme erst innerhalb von 2 Stunden ein. Und morgens als Make-up-Grundierung macht man auch eine halbe Stunde vorher oder fast schon eine Stunde vorher, trägt man die Creme ganz, ganz dünn auf als Make-up-Grundierung. Und also es hat ein paar Nachteile, ein paar Vorteile. Und es gleicht sich aber wieder so aus. Und Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch sehr gut. Und deshalb kein Kauftipp. Ich möchte euch einfach nur mal vorstellen, welches Produkt ich so benutze. Als Lippenbalsam von Alverde kann ich jetzt noch nicht beurteilen. Also ich hatte sehr trockene, spröde Lippen. Da habe ich mir den dann gerade mitgeholt. War echt die Hauptvoraussetzung. Und ja. Sonst gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Wenn ihr aber nochmal eine richtige Review, so einen Testbericht hier über die Creme haben möchtet, was sie für Vor- und Nachteile hat und wie und wo und was und wer und wie, dann sagt mir Bescheid und ich mache es natürlich gerne, wenn euch das interessiert. Aber ich möchte einfach nur vermeiden, dass wieder Kommentare kommen. Ich hasse Dino Poops, weil sie hat mir Sachen empfohlen, also Kauftipps, die total scheiße waren. Nach einer Woche habe ich alle weggeschmissen. Es ist mein Geld, was ich dafür ausgegeben habe. Also wirklich, Leute, ich mache Kauftipps, die bei mir gewirkt haben. Wenn ihr sie anders da anwendet oder ihr andere Voraussetzungen habt, zum Beispiel von Essence, Augen-Make-up-Entferner. Wenn ihr zum Beispiel ein teures von, ich weiß nicht, von Bobbi Brown, ich weiß nicht, ob es davon was gibt oder von MAC oder so. Ich denke schon, dass es davon Augen-Make-up-Entferner gibt. Nehmen wir es mal an, wenn es die nicht gibt. Nehmen wir mal an, es gibt die welche. Ist eine mega gute Qualität. Und Essence ist ja eins der billigsten Qualitäten, die es so bei Augen-Make-up-Entferner gibt. Balea, Essence und so weiter. Und das ist natürlich klar, wenn ihr zum Beispiel immer MAC angenommen, was gibt das? Ich habe mich da jetzt noch nicht informiert, ob es das wirklich gibt. Wenn ja, dann ja. Nehmt mir mal an, ihr würdet das immer als Augen-Make-up-Entferner benutzen. Und ich empfehle euch dann das Essence und ihr benutzt das Essence und das ist natürlich eine viel schlechtere Qualität als das MAC. Und dann, ihr seid natürlich das MAC gewohnt und dann sagt ihr, ich hätte euch was total Beklopptes empfohlen. Es geht um die Gewöhnungssache. Ich kann mich nicht auf jeden Menschen spezifisch einstellen. Der eine hat das, der eine hat das, der eine hat das. Ich rede von mir. Ich rede von mir, mein Kanal. Der geht nur um mich. Mich. Ja, ich rede von mir. Okay, das klingt jetzt sehr eingebildet. Ja, deshalb, das hat der Hintergrund von meinen Kaufempfehlungen, wenn ich eine Kaufempfehlung ausspreche. Ja, wollte ich nur mal gerade sagen. Okay.
Ciao. Also, Review über eins von den beiden Produkten, Bescheid sagen und ja. Ciao.